Nun habt ihr euer iPhone 8 und ihr wollt es ausschalten. Ganz einfach, oder? Einfach den Knopf drücken und dann ist es aus. Aber weiß das wirklich jeder? Und was macht ihr eigentlich, wenn der Ausschaltknopf kaputt ist? Das alles zeigen wir euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ich bin Alper und heute dreht es sich um das iPhone 8 und das Ausschalten des iPhone 8. Wenn ihr euer iPhone 8 normal ausschalten möchtet, dann benutzt ihr hier an der Seite diesen Ausschalter. Ihr lasst den einfach einmal gedrückt und dann kommt auch schon der Screen, um das Ganze auszuschalten. Ihr wischt nun einmal von links nach rechts und könnt dann das Gerät ganz normal ausschalten. Fertig. Manchmal kann es jedoch sein, dass ihr das Ganze per Software machen wollt. Vor iOS 11 war das nicht möglich, da musstet ihr immer warten, bis euer iPhone komplett leer war. Ihr habt aber nun mit iOS 11 auch die Möglichkeit, das Ganze per Software zu machen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ihr geht einmal in die Einstellungen und geht dann auf den Punkt Allgemein. Wenn ihr nun ganz nach unten scrollt, dann findet ihr auch hier den Punkt Ausschalten. Der war vor iOS 11 nicht vorhanden. Wir klicken einmal drauf und kommen nun zum selben Screen. Das heißt, auch hier könnt ihr nun euer iPhone ausschalten und das Tolle ist, das Ganze eben ohne diesen Knopf benutzen zu müssen. Wenn ihr also feststellt, dass euer Ausschaltknopf kaputt ist und aus welchem Grund auch immer und es nicht unbedingt ein Hardware-Defekt vorliegt, dann könnt ihr das Ganze einfach per Software machen. Ich zeige euch das noch einmal. Einmal in die Einstellungen gehen, dann auf Allgemein und dann ganz runtergehen, bis ihr auf Ausschalten gekommen seid. Und dann funktioniert es auch schon. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.